Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am Sonntag, quasi Modogeniti, am ersten Sonntag nach Ostern, begrüßen wir Sie und euch sehr herzlich. Quasi Modogeniti, wie die neugeborenen Kinder. So dürfen auch wir uns fühlen nach Ostern und in der jetzigen Corona-Zeit, in der wir hoffentlich noch gesund sind oder zumindest in der Genesungsphase. Vielleicht mag der eine oder die andere im Moment noch nicht so recht daran glauben, dass wir uns bald wieder freier bewegen können. So wie der Jünger Thomas erst nicht glauben konnte, dass Jesus Christus, der Herr, unter sie trat. Vielleicht hilft es dem einen oder der anderen, dass Thomas vermutlich so viel neue Kraft bekam, sodass er gedanklich auffahren konnte mit Flügeln wie Adler, dass er laufen konnte und nicht matt wurde und wandeln und nicht müde. So schön steht es bei dem Propheten Jesaja geschrieben. Vielleicht mögen Sie sich für die Lesung später schon einmal Ihre Bibel holen und zur Hand nehmen, das Johannesevangelium aufschlagen, und zwar das Kapitel 20. Und jetzt singen wir. Alle Liedtexte und den Psalm finden Sie in der ausgeklappten Beschreibung unter diesem Video. Einfach auf Mehr Anzeigen klicken. Wir stehen im Morgen. Das ist das erste Lied, das wir singen. Lasst uns beten. Du Gott des Lebens, wir kommen heute zu dir mit unseren Fragen und Sorgen. Wir kommen zu dir mit unseren Zweifeln. Wir bitten dich, schenke uns Augen, die recht sehen, Hände, die begreifen und Finger, die den Sieg des Lebens ertasten. Wir bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen, wehre unserem Zweifel, und lass uns trotz allem glauben. Das bitten wir dich, denn du bist unser Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, dich loben wir. Amen. Wir wollen gemeinsam Worte aus Psalm 116 sprechen. Und wir tun das hier im Wechsel. Sie können gerne einfach alle Worte lesen. Ich liebe den Herrn. Denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.
Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach, Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande des Lebendigen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und in Ewigkeit. Amen. Wir möchten Sie und euch einladen, auf den Text im Johannesevangelium noch einmal anders zu schauen. In unserer Kirche beim gemeinsamen Gottesdienst haben wir es bereits mehrfach miteinander erlebt. Vielleicht mögen auch Sie sich oder du dich in die Situation des Textes fühlen, so wie wir es gleich machen werden, und in die Situation des Textes mitnehmen lassen. Die Methode heißt Bibliolog, das heißt mit der Bibel im Dialog sein, ins Gespräch kommen. Auch im jüdischen Glauben wird diese Methode praktiziert, wo sie auch ihre Wurzeln hat und ein Teil des Midrasch ist. Beim Bibliolog wird vom schwarzen und vom weißen Feuer gesprochen, wobei das schwarze Feuer die Worte in der Bibel sind und das weiße Feuer das, was zwischen den Zeilen stehen könnte. Mit dieser Methode wird der Text gewöhnlich interessanter als nur beim Lesen. Wir laden dich ein, mit uns in die biblische Geschichte hineinzutauchen. Dafür werden wir aus der Geschichte vorlesen und sie dann anhalten. Wir werden uns in eine Person hineinversetzen und als diese Person antworten. Vielleicht magst du auch mitmachen. Zu Hause am Bildschirm kann das genauso gut gehen wie hier, wenn wir uns hier sehen würden in der Kirche. Ein paar mögliche Antworten haben wir vorbereitet. Damit du dich davon nicht beeinflussen lassen musst, kannst du, nachdem die Frage gestellt wurde, einfach auf Pause drücken und für dich überlegen, wie würdest du diese Frage beantworten? Vielleicht magst du deine Antwort auch laut sagen oder mit den Familienmitgliedern teilen, mit denen du diesen Gottesdienst schaust. Dann kann es weitergehen, du wirst ein paar Antworten von uns hören und die nächste Frage wird kommen. Es gibt nur wertvolle Äußerungen und Gedanken. Es gibt Gefühle, die entdeckt werden können in diesen alten biblischen Geschichten. Der Ostermorgen war vorüber. Die Jünger hatten Besuch von Maria. Vermutlich war sie immer noch aufgelöst von dem Blick ins leere Grab. Vermutlich durchlitt sie ein Verlustgefühl. Der Verlust, wenn man von einem lieben Menschen, der verstorben ist, keinen Abschied nehmen kann. Aber dann, als sie sich ihren Tränen und ihrer Trauer hingab, wurde sie angesprochen von dem Gärtner. Nein, angesprochen von Jesus, der zu ihr sagte, dass sie ihren Brüdern sagen möge, dass er auffahren werde zu seinem Vater und eurem Vater, zu seinem Gott und euren Gott. Maria geht hin zu den Jüngern und erzählte ihnen, dass sie Jesus gesehen habe und was er zu ihr gesagt hat. Dann beginnt unser Text im Johannesevangelium. Hören wir, was die Bibel schreibt.
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Du bist einer der Jünger oder der Jüngerinnen. Du erlebst mit, wie Jesus unter euch trat. Jünger, Jüngerin, wie geht es dir mit der Begegnung? Ich bin froh. Jesus wurde gekreuzigt, aber er ist nicht verloren gegangen. Seine Hände, seine Seite, das hat er uns alles gezeigt. Es war echt. Jetzt habe ich neue Kraft bekommen und kann einfach anders in die Zukunft gehen. Ich kann es nicht glauben. Das kann nicht sein. Menschen stehen nicht auf vom Tod. Das hat es noch nie gegeben. Ich kann es nicht glauben. Danke, Jüngerin, Jünger. Hören wir, was die Bibel weiter schreibt. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Du bist Thomas, einer der Zwölf. Du bist jetzt bei deinen Jüngerinnen und Jüngern und sie erzählen dir, dass sie den Herrn sahen. Thomas, was geht dir durch Herz und Sinn, als du deine Brüder so erzählen hörst? Ich hab's gewusst, ich hab es immer gewusst, dass es wahr ist, dass er Gottes Sohn ist. Ich meine, Gott wird doch seinen Sohn nicht bei den Toten lassen, oder? Cool, es ist wirklich wahr. Die können mir ja viel erzählen. Wie soll das denn wohl gehen? Ich hab's doch gesehen. Sie haben Jesus in eine Höhle gelegt, einen riesen Stein davor gewälzt. Also bevor ich das nicht selber sehe, kann ich das nicht glauben, ganz ehrlich. Danke, Thomas. Hören wir, was die Bibel weiter schreibt. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Du bist die Seite von Jesus. Seite von Jesus. Was empfindest du, als Jesus Thomas gebeten hat, seine Hand auf dich zu legen? Ich habe es befürchtet. Jetzt muss ich mich schon wieder anfassen lassen von fremden Leuten. Aber gut, wenn es Thomas hilft, dass er dann zum Glauben kommt, dann will ich das machen lassen. Soll er mich anfassen? Ich bin so zerbrechlich, so fragil. Meine Haut ist so dünn und ich habe so viel Schmerzen erlitten in letzter Zeit. Muss das wirklich sein, dass ich da jetzt nochmal angefasst werde?
Ich bedanke mich bei dir, Seite. Thomas mit seinen Brüdern und die Seite gehen zurück in die Bibel. Vielen Dank. Gemeinsam haben wir den Text neu erlebt, bestimmt auch Sie, das hoffen wir jedenfalls, an den Bildschirmen. Vielleicht habt ihr den Text jetzt anders wahrgenommen. Wir sind jetzt wieder zurück hier im Jahr 2020. Vielleicht mögen Sie zu Hause den Text aus dem Johannesevangelium noch einmal lesen. Und vielleicht lesen Sie ihn jetzt mit anderen Augen oder hören ihn mit anderen Ohren in Gedanken. Amen. Lasst uns Fürbitte halten, für uns und für andere beten. Du Gott des Lebens, du hast deinen Sohn Jesus Christus nicht im Tode gelassen, sondern auferweckt, damit auch wir leben. Wir bitten dich, lass uns den Sieg des Lebens spüren und die Kraft der Auferstehung erfahren. Obwohl wir unfrei sind, eingesperrt in unseren Häusern, die Türen nicht offen stehen, wie damals, als Jesus zu den Jüngern kam. Aber wir wissen ja, du kommst auch durch verschlossene Türen. Du machst Wege offen, wo keine sind. Wir bitten dich
für offene Ohren, die Klage und die Sorgen der Menschen hören, die nebenan wohnen, aber auch die weiter weg sind, deren Stimmen wir nur über die Medien hören, deren Not wir hören und erkennen. Wir bitten dich für wache Augen, damit wir die Spuren der Auferstehung auch in unserem Leben finden können. Was für eine Auferstehung wird es sein, wenn der Alltag wieder zurückkommt? Wir werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Wir bitten dich, dass wir den Wert des Lebens begreifen. Wie sehr ist uns dies in den letzten Wochen mehr und mehr klar geworden, wenn wir uns um unsere Liebsten sorgen, auch um uns. Lass uns jedes Leben mit unseren Händen schützen und bewahren, auch das Leben, das weit weg scheint. Gott, wir denken an die Menschen, die in Not sind, auch ohne Coronavirus und Covid-Erkrankung. Die Flüchtlinge vor den EU-Grenzen, die vielen Kinder in den Flüchtlingslagern, die in ihre Kindheit beraubt werden, die Heimatlosen und Obdachlosen und noch so viele mehr. Wir bitten dich für wache Augen. Alles, was uns auf dem Herzen liegt, können wir hineinsprechen in die Worte, die dein Sohn Jesus Christus uns geschenkt hat, das Vaterunser. Und wenn sie möchten und können, stehen auch sie zu Hause gern dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam ein Segenslied. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Thank you.
Geht in die neue Woche im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.